Paradise Valley. Ein Buchtitel und ein Buchcover, wo mir gefällt. Carlo Meyer, ein Schweizer Autorenkollege, den ich sehr mag. Zoom Crew, ein Wort, das ich noch nicht kenne. Ein Wort, das mich wundrig macht. Ich habe darum beschlossen, ich besuche Carlo Meyer und frage ihn mal, was es mit ihm, der Zoom Crew und dem Paradise Valley so auf sich hat. Zuerst aber ein paar Worte zum Inhalt. An ihrem 16. Geburtstag kommt Lena von einem Anwalt ein Päckchen über, hinterlegt von ihrer Mutter. In dem Päckchen sind zwei Sachen. Zwei Sachen, die könnten darauf hinweisen, warum dass ihre Mutter schon vor Jahren verschwunden ist und nie mehr vorgekommen ist. Also so etwas wie ein Rätsel. Bevor Lena das Rätsel lösen kann, wird ihr einer von diesen zwei Gegenständen gestohlen. Allein kommt sie nicht zurück über. Sie braucht Hilfe. Und die Hilfe kommt sie von der Zoom-Crew über. Und damit sind wir bei der Zoom-Crew und was es mit dieser Crew auf sich hat. Carlo, zu deinem Buch Paradise Valley gibt es so einen Trailer. Und wenn man genau schaut, steht da drauf nicht dein Name, sondern es steht Zoom-Crew. Was steckt da dahinter? Zoom-Crew ist eine Gruppe von Jugendlichen, die bei diesem Projekt mitgeholfen haben. Die einen auf Textebene und andere als Schauspielerinnen, Schauspieler oder hinter die Kameras, sehr gute Leute, Kameramann, Schnitt, Regie. Und die haben so viel mitgeholfen bei dem ganzen Projekt Paradise Valley, dass ich gefunden habe, ich werde sie auch auf dem Cover drauf haben, also als Co-Autorschaft. Da steht jetzt nicht nur mein Name, sondern auch zum Crew drauf. Eines der Resultate dieser Zusammenarbeit ist der Trailer, den man jetzt auch auf YouTube sieht, der hier gerade läuft. Wo ich extrem stolz darauf bin, was die Jungs und Girls hier hergelegt haben. Das ist, finde ich, bin total happy, was rausgekommen ist und total stolz darauf. Carlo, deine anderen Bücher, die ich von dir kenne, die spielen in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum. Und jetzt kommst du mit Paradise Valley, einem ganz neuen Buch, und du bist auf Amerika gegangen. Wir sind gerade vorher noch amerikanisch essen. Ich glaube, du hast schon ein bisschen das Herz für Amerika. Was bedeutet das Land für dich? Es ist eigentlich eine Sehnsucht für mich, ein Gefühl, ein Traum. Es gibt ein Lied von Zürich West, das heisst Amerika gibt es nicht, Amerika ist nur ein Gerücht. Und jeder, der dort war, kommt nachher zurück und erzählt von diesem Gerücht, von dem Feeling. Und das ist für mich schon ein Sehnsuchtsort irgendwie. Und von daher war es für mich eine schöne Vorstellung, jetzt mal Bücher zu schreiben, die dort spielen. Auch ein wichtiger Grund war, mich ganz am Anfang mit Jugendlichen unterhalten. Was lesen die überhaupt, außer WhatsApp, was würdet ihr gerne lesen? Und da ist das immer wieder gekommen, sofort und sehr vehement, dass das in Amerika müsste spielen. Das, etwas anderes interessieren sie eigentlich nicht wirklich. Und ich habe dann zuerst gedacht, ja, das ist mir ein fremder Gedanke, jetzt eine Geschichte schreiben als Schweizer Autor, wo in Amerika spielt. Und nachher habe ich plötzlich gemerkt, dass, was ich selber lese, sind eigentlich praktisch ausschließlich amerikanische Krimis, weil ich das eben auch so cool finde, dass die dort spielen. Wenn dort einer aus dem Greyhound steigt, finde ich, das hat einfach mehr Feeling, als wenn man Schwammendingen aus dem 13. Tram steigt. Und von daher habe ich mir das plötzlich doch vorstellen können und sogar habe dann auch gemerkt, dass das wirklich auch während dem Schreiben eine super schöne Zeit ist, in die Welt einzutauchen, in die Traumwelt, in Anführungszeichen, von Amerika, die Kulisse, die dort ist. Das hat auch beim Schreiben sehr Spass gemacht. Du hast mit Jugendlichen geredet darüber, was sie gerne lesen würden. Haben sie dich auch inspiriert zu deinen Figuren oder hast du die schon vorher gehabt? Ein paar Figuren haben sich ganz am Anfang gerade entwickelt. Also die Hauptfigur Lena, ein Mädchen, 16, und der eine Junge, der sich für sie interessiert, Tom, 17, und der andere Junge, der sie von der Schule kennt, Harrison, auch 17. Und die sind
auch von einer Filmgruppe, die die führen zusammen. Eben die Zoom-Crew heisst das im Buch, die Gruppe von Jugendlichen. Und andere Figuren sind dann während dem Schreiben dazugekommen. Also zum Beispiel ein Indianer ist plötzlich, jetzt braucht es da einen Indianer. Und zwar nicht einen mit dem Federnschmuck, sondern einen, der so eine Kleidung trägt und so einen Zopf hat, einen geflochtenen Zopf und so eine Western-Krawatte und ein wettergegerbtes Gesicht und so. Also so die Art von Indianer, wo ein Lächeln wäre ein Lächeln, praktisch nie eine Mimik ändern, versteinert, die siehst ihm überhaupt nichts an. Und der Bösewicht, der dann auch noch dazugekommen ist, der Alec, der so einen Jungen irgendwo auch sympathische Seite, aber auch so schäbige Seite hat. Und was mich erstaunt hat, ist, dass die alle in mir drin sind und dass die alle aus mir rauskommen beim Schreiben. Auch die 16-jährige Lena, wo man nicht gerade auf die Idee kommt, jetzt als Mann, dass man irgendwie ein 16-jähriges Mädchen könnte in sich hineinhaben. Aber eben auch der Indianer oder der Alec, die sind alle da, die sind alle da drinnen und die sind jetzt rausgekommen. Das war für mich eine der grösseren Entdeckungen gewesen, jetzt beim Schreiben, dass da ein Reservoir vorhanden ist in mir, von dem ich nicht die geringste Ahnung hatte. Du lässt deine Texte gegenlesen, also du gibst deine Texte einem Jugendlichen für dich, wo du schreibst. Was hat denn das Vorbild von der Lena zur Lena gemeint, die du geschaffen hast? Das ist für mich natürlich sehr eine gute Sicherheit, ein Backup sozusagen, zu wissen, ich merke, mir leid die gute 16-jährige Lena, aber stimmt sie auch überein mit der Realität? Würde jetzt ein heutiges 16-jähriges Mädchen sagen, ja, so ticke ich, so, das kann sein, dass ein 16-jähriges Mädchen so tickt. Und tatsächlich ist es so gewesen. Also, sie hat Sachen auch noch dazugegeben, innere Abläufe, wie man über die Eltern denkt, zum Beispiel in dem Alter, wo mir jetzt vielleicht nicht mehr so präsent war, so spezielle Feinheiten und so. Aber für die Figur als solche, dass die sitzt eigentlich, dass die realistisch ist, hat sie mir auch eine Sicherheit gegeben. Carlo, das ist Band 1. Wissen ihr schon, wie Cover aussehen zu Band 2 und Band 3? Ja, das Konzept ist natürlich von Anfang an auf alle drei Bände getimt worden. Also dann sieht man da, das ist dann mehr so der Roadmovie. Der erste da ist in der Stadt, der zweite sind sie unterwegs und im dritten sind sie dann nachher im Valley inne. Das ist von Anfang an so das Konzept gewesen, und das haben wir auch mit den Covers gerade so umgesetzt. Das ist so ein Amulett. Das haben wir zuerst gekauft in einem fast ein bisschen Ramschlädeli. Das hat irgendwie 4,80 Franken gekostet. Und ist noch so, hat oben drauf noch so eine Bügung drauf gehabt. Und dann nachher habe ich das dem Sidi gegeben, der hat mal die Bügung abgesagt und hat in das Inlay, das dann nachher war, also die Fläche, die nachher war, hat er ein Inlay gestaltet, wo er dann reingelegt hat, in die Fläche rein. Also zum Beispiel da die Zeichnung, die man da drauf sieht, hat er dort reingelegt und das angeleimt. Und dann haben wir ein Lederbändchen dran da. Und die Schauspielerin, die jetzt im Trailer die Lena spielt, also die Hauptfigur spielt, die hat das an. Das Plastikteil, oder, wo fast nichts wiegt und wo per Papier das Ding reingeklebt ist. Und dann haben sie so einen Knopf gemacht hinten am Bändeli, dass sie das einfach wegreissen kann, ohne dass es ihr wehtut. Weil es gibt ja die Szene, wo ihr das geklaut wird, wo der Gangster ihr das so wegreisst. Und dann hat sie so einen speziellen Knopf können machen für das. Und jetzt, in der definitiven Version, sieht es so absolut professionell aus. Und das nachher noch von einem Grafiker bearbeitet worden ist in 3D-Technik, wo man auch im Trailer sieht, wie sich das Ding dreht. Und wie das dann so auf den Untergrund geht und so die Teile da wegspickt. Und das sieht jetzt heute aus, fast wie Hollywood eigentlich.